Endlich habe ich meine ersten Kommentare bekommen. Markus schreibt: Könntest du auch mal ein kurzes objektives Video über 5G machen, damit ich verstehe, warum Leute sich so dagegen wären? Also 5G aus Physikersicht. Sehr gerne, Markus. Laut Statistik haben 92% der Menschen, die an Krebs gestorben sind, zumindest einmal im Leben Gurken gegessen. Reiner Zufall? Entscheiden Sie selbst. Oft ist es schwer, aber möglich zu beweisen, dass es etwas gibt. Zum Beispiel das Higgs-Boson. Andererseits ist es fast nie möglich zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Irgendwelches Ding oder irgendwelche Kausalkette. Mag sein, Gurken verursachen Krebs in jedem millionsten oder jedem milliardsten Menschen. Um das Gegenteil zu beweisen, muss man ein vollständig kontrolliertes Experiment mit mehreren Millionen oder Milliarden Menschen durchführen, was leider unmöglich ist. Was wir Wissenschaftler einschätzen können, sind die Wahrscheinlichkeiten. Wir sagen zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Gurken schädlich sind, ist extrem niedrig. Also wissenschaftlich betrachtet sind Gurken höchstwahrscheinlich ungefährlich. Aber wie wäre es mit der 5G-Strahlung? Ist sie gefährlich? In diesem Video zeige ich euch, wie ich als Physiker die Wahrscheinlichkeit dafür einschätze. Alle elektromagnetischen Wellen sind Strahlung, aber nicht alle sind gleich gefährlich. Es gibt längere Wellen wie Radiowellen oder Mikrowellen und es gibt kürzere Wellen wie Röntgenstrahlung. Je kürzer die Wellen sind, desto mehr Energie tragen sie. Moderner Mobilfunk wie 3G oder 4G verwendet Mikrowellen, also irgendwo hier auf dem Spektrum. Auf YouTube gibt es sehr viele Videos zum Thema und in fast allen bekommt man die folgende Erklärung. Das ist ionisierende Strahlung, sie ist gefährlich. Das ist nicht ionisierende Strahlung, sie ist nicht gefährlich. Deswegen ist Mobilfunkstrahlung nicht gefährlich. Ende der Geschichte. Wenn ich kein Physiker wäre, würde ich bestimmt fragen. Erstens, was bedeutet das? Ionisierende Strahlung und nicht ionisierende Strahlung. Zweitens, warum ist die ionisierende Strahlung gefährlich und die nicht ionisierende Strahlung nicht gefährlich? Und drittens und vielleicht am wichtigsten, was verstehen wir unter gefährlich? Hör zu. Okay, was bedeutet gefährlich? Wir sagen, dass etwas gefährlich ist, wenn es die Lebensprozesse in unserem Körper auf eine ungesunde Weise ändern kann. Wissenschaftlich betrachtet sind alle Lebensprozesse verschiedene chemische Reaktionen, die in unserem Körper ständig laufen. Zum Beispiel, wenn wir essen, solche chemische Reaktionen erlauben uns, die Energie aus den Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, die wir konsumieren, zu bekommen. Wenn wir Alkohol trinken oder rauchen, nehmen wir gefährliche chemische Stoffe ein, die unsere biochemischen Prozesse ändern und uns dadurch schaden. Und genauso ist es mit der elektromagnetischen Strahlung. Sie ist nur dann gefährlich, wenn sie die biochemischen Prozesse in unserem Körper auf eine ungesunde Weise ändern kann. Und wann ist es möglich? Sehr grob. Im Laufe der chemischen Reaktionen teilen Moleküle Elektronen. Um die chemischen Reaktionen beeinflussen zu können, muss man genug Energie haben, um die Elektronen zu stören. Zum Beispiel, um ein Elektron aus dem Molekül zu entfernen. Oder, wissenschaftlich gesagt, das Molekül zu ionisieren. Ein Ion ist ein Atom oder ein Molekül ohne ein oder mehrere Elektronen. Deswegen ist die ionisierende Strahlung gefährlich, weil sie die Elektronen in Molekülen stören kann und dadurch die chemischen Prozesse in unserem Körper beeinflussen. Um den Unterschied zwischen der ionisierenden und der Mobilfunkstrahlung zu verstehen, nehmen wir das folgende Beispiel. Stellen wir uns vor, dass die Strahlung, die gefährlich sein kann, eine Kugel ist, die mit 100 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit durch die Luft fliegt. Ist diese Kugel gefährlich? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Energie der Mobilfunkstrahlung ungefähr 100 Millionen Mal kleiner als die Energie der ionisierenden Strahlung. Also die Mobilfunkwellen wären in diesem Beispiel wie eine Kugel, die mit 1 Zentimeter pro Sekunde Geschwindigkeit fliegt. So ungefähr wie so. Ist das gefährlich? Unwahrscheinlich. Aber wir wissen schon, dass die 5G-Strahlung höhere Frequenz hat, also höhere Energie, die irgendwo hier liegt. Ist sie dann gefährlich? In unserem Beispiel, die 3G- und 4G-Kugeln sind ungefähr so schnell wie der langsamste Fisch der Welt, das Seepferdchen.
Laut der Wikipedia ist das ein Fisch, hab keine Ahnung. Und jetzt die Kugel, die der 5G-Strahlung entspricht, ist so schnell wie ein Faultier. Das langsamste Säugetier der Welt. Kann man von Seepferdchen oder von Faultieren zu Tod erschlagen werden? Mag ja sein, aber nicht sehr wahrscheinlich. Manche von euch werden vielleicht fragen, wie wäre es mit den Mikrowellen, die das Essen kochen können und deswegen biologische Prozesse beeinflussen können? Das stimmt, aber dafür braucht man eine sehr hohe Intensität. Ein Mikrowellenherd ist ein Resonator, also eine Box, wo die Mikrowellen gesperrt sind. Sie fliegen hin und her zwischen den Wänden, aber können nicht rausfliegen. Dadurch wird eine sehr hohe Intensität des elektromagnetischen Felds erreicht. Okay, wenn du morgen aus dem Fenster schaust und bemerkst, dass ein paar verdächtige Typen einen riesigen Resonator um dein Haus herum aufbauen, dann ist es schon vielleicht die richtige Zeit, langsam in Panik zu geraten. Aber du weißt schon, was du in dieser Situation machen sollst. Oder? Ich habe fast vergessen. Das Sonnenlicht beinhaltet elektromagnetische Wellen mit sehr verschiedenen Wellenlängen. Und manche davon sind tödlichen Kugeln viel näher als den Faultieren. Also bitte die Sonnencreme auch nicht vergessen.